Okay, dann begrüße ich Sie hier zurück. Wie gesagt, würde jetzt mal gerne ein paar Beispiele anschauen, wenn es um Content, um Formen, um Inhalt geht. Beziehungsweise würde gerne einsteigen damit, Ihnen anhand von, ich nehme jetzt auch mal unser Beispiel, aufzuzeigen, wie ich so damit meine, beziehungsweise wenn man das jetzt als KMU zum Beispiel, wir sind noch KMU, 22 Nase, kann umsetzen. Was Sie hier sehen, ist unsere Website, die Startseite von unserer Website, und das ist, das sehen Sie, wirklich ganz herkömmlich. Angebot, Produkte, die wir anbieten, Events, die wir machen und so weiter. Also das ist so die Website, wie man das kennt. Der Hauptteil, wo die ganze Action passiert, eigentlich bei uns auf der Website, ist alles, was da unter dem Thema Blog versteckt ist. Das heißt, das ist unser Online-Magazin. Da publizieren wir, wenn es geht, 2 bis 3 Mal pro Woche einen Artikel, abgestimmt, abzielt auf unser Zielpublikum, also die Leute, die sich für unsere Dienstleistungen interessieren. Und das sehen Sie schon gerade hier am ersten Beispiel. Google Analytics, Analyse-Tipps für Redakteure und Blogger. Unser Zielpublikum besteht aus Leuten, die Blogs haben, sei es Corporate-Blogs oder private Blogs. Google Analytics ist kein Produkt, das wir an Dienstleistung dazu anbieten. Also da haben wir nichts dazu. Wir wissen aber, das ist ein Problem, beziehungsweise das ist eine Herausforderung für unsere Zielgruppe, also schreiben wir drüber. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt hier unsere Dienstleistung verkaufen, sondern das ist ein Artikel darüber mit Tipps und Tricks, wie du als Blogger bessere Artikel schreibst, wenn du Google Analytics verwendest. Also das ist so der Perspektivenwechsel, den ich gemeint habe. Da haben wir Artikel, Sie sehen jetzt auch, wir brauchen unseren Blog wirklich für alles. Also wenn wir irgendein Referat machen, erzählen wir das hier. Ich muss noch ein Beispiel suchen, das einigermaßen eindrücklich ist. Einfach um noch geschwind den Mekano, ich habe das schon angesprochen, mit dem Empfehlungen generieren aufzuzeigen. Da haben wir jetzt einen Artikel geschrieben über all die Personalvermittler, die bei uns im Büro immer anrufen und Mitarbeiter abwerben. Was ich wirklich sehr, sehr witzig finde, weil wir haben ein Grossraumbüro und es ist wahnsinnig peinlich für unsere Mitarbeitenden, wenn sie neben dem Chef sitzen und mit dem Headhunter telefonieren müssen. Und da jetzt, ich zeige Ihnen, wie das ist, da jetzt funktioniert. Da sehen Sie jetzt unterhalb vom Artikel sehen Sie die Share-Buttons, die Liste. Da können Sie draufdrücken und dann geht automatisch das Twitter-Fenster auf. Ich glaube, ich bin eingeloggt. Das heisst, ich habe mich eingeloggt jetzt hier als Thomas Mauch. Wir haben den Tweet schon vorgeschrieben, freundlicherweise. Das heisst, wenn Sie das Ihrem Netzwerk möchten mitteilen, müssen Sie jetzt wirklich nur noch hier auf den Knopf Twitter drücken und dann geht das an alle Leute raus. Relativ simpel, der gleiche Mekano haben Sie hier mit Facebook, mit Xing oder mit Google+. Und da sehen Sie jetzt auch, was passiert ist. Wir haben 131 Leute, die auf das Gefällt mir gedruckt haben. Wir haben 120 Leute, die das twittert haben. 64 haben es auf Xing gestellt und 15 haben es auf Google+ gestellt. Also roughly 250, 300, irgendwas über 300 Leute, die wir jetzt haben können dazu bewegen können, irgendwo da draussen etwas Gutes über uns zu erzählen. Jetzt da nicht der Schnitt, meine ich. Da gibt es eben, also erstens mal, das ist jetzt ein Artikel, um sie beeindrucken, also normalerweise haben wir weniger. Zweitens gibt es alle Überschneidungen, weniger, dass jemand Facebook und Twitter gedruckt hat, aber sehr wahrscheinlich, dass die 120 Leute, die jetzt auf Twitter gedruckt haben, wenn Sie sich vorstellen, keine Ahnung, vielleicht hat im Schnitt jeder 100 Follower auf Twitter. Also man hat 120 mal 100 potenziell, also 12'000 potenzielle Kontakte. Und darunter gibt es natürlich sehr viele Überschneidungen, erstens. Und zweitens sehen es auch nur einen gewissen Prozentteil von diesen 12'000 Leuten. Ja. Also ich habe schon gemeint, dass man eben alle 3 oder 4... Ich ja, wüsste jetzt nicht. Ich glaube es weniger. Dass jemand beides druckt. Ich glaube, die Leute haben so ihre präferierten Netzwerke, wo sie so Sachen brauchen. aber das ist im Grunde genommen
den Mechano, wo wir die Leute dazu kriegen, über uns zu reden. Das ist das, was ich meine mit Social Media. Natürlich ist es uns wichtig, das sehen Sie ja hier, wir haben eine Kommentarspalte, wir reden auch mit den Leuten, keine Frage. Der grosse Nutzen für uns ist aber, dass die Leute über uns reden, die Empfehlungen weitergeben. Immer noch alles schön und recht, wenn Sie hier lesen, wenn Sie hier twittern und so weiter, bringt man natürlich gar nichts. Das heisst, was wir gerne möchten, ist, dass Sie hier hingehen, kostenlose Downloads. Das ist eigentlich der Honeypot, wo Sie hin sollten. Das heisst, hier finden Sie Downloads, hier finden Sie jetzt bei uns zum Beispiel so White Paper. Das sind PDFs, rund 20 Seiten, wo wir ein Thema nochmal eingehend beleuchten. Corporate Blogs, klar, das ist so unsere Dienstleistung, Social Media Marketing, Social Media für B2B und so weiter. Und dann hier, ganz klar, das ist das, was wir gerne hätten. Das Download-Formular, also dort tragen Sie Ihre Adresse ein, dann bekommen Sie das 2 Minuten später per Mail zugeschickt über und gleichzeitig landet Ihre Adresse bei uns im CRM. Also das ist schlussendlich das Ziel von dieser ganzen Aktivität. Wir schreiben auf den Blog, damit viele Leute kommen. Wir publizieren White Paper, damit die vielen Leute, die kommen, dann anschließend auch das downloaden. Nur das White Paper zu veröffentlichen, hat natürlich das Problem, dass wir kein Publikum haben. Also wenn wir den Blog nicht hätten, der regelmässig Leute zu uns bringt, könnten wir White Paper publizieren, aber es würde es niemand merken. Also bauen wir ein Publikum über den Blog auf und nutzen dann die White Papers, um den Lead zu konvertieren. Hier sehen Sie auch, das ist auch wieder ein Beispiel, und auf dem reite ich wirklich ein bisschen um, das oberste Bildverwendung im Internet, das ist so ein White Paper, ein kleines E-Book zum Thema, was für Bilder darf ich brauchen, wenn ich eine Website mache oder wenn ich auf Facebook bin für mein Unternehmen. Ebenfalls genau das Gleiche, wir haben keine Dienstleistung, das ist nichts, was wir anbieten. Aber wir wissen, unsere Zielgruppe hat ein Problem dort. Es ist recht schwierig, ihre Websites zu bebildern. Was dürfen sie denn brauchen auf Flickr? Wie ist das mit ihren Lizenzen und so weiter? Also machen wir ein White Paper, wenn wir wissen, unsere Zielgruppe hat ein Problem, publizieren das und helfen ihnen dort. Und dann gibt es ganz klar, am Schluss gibt es immer in den 20 Seiten, Seite 21 ist dann über uns, aber vorher gibt es nur Inhalt für die Leute. Also das ist so ganz, ganz simpel, der Mechano, wie so etwas kann funktionieren. Wir machen das jetzt mit einem White Paper. Das ist ein Format. Das sehen Sie zum Beispiel auch. Ein anderes Beispiel, Swisscom macht das auch. Neue Ideen für Ihr Online-Marketing. Das ist ebenfalls ein White Paper, wo es um Grundsätze für Online-Marketing geht, wo Ihnen hier auf dem Portal Swisscom KMU Business World angeboten wird. Also das ist genau das Gleiche dahinter eigentlich. Also das ist auch so ein Beispiel, ist auch ein PDF, sehr gutes PDF, wir haben es geschrieben für Swisscom, tolle Sache. Und da ist wirklich, Swisscom ist eine tolle Firma, sie haben es jetzt hier wirklich nicht geschafft, sie können das hier wirklich als PDF gerade abladen. Das Ziel hier wäre gewesen, an und für sich Newsletter-Abos zu generieren. Also Sie müssen das abladen, müssen Ihre E-Mail-Adresse angeben und kommen dann anschließend den Newsletter rüber. Sie haben es wirklich technisch nicht geschafft. Darum können Sie es hier, gehen Sie hin, es ist wirklich ein tolles White Paper. Laden Sie das ab, Sie müssen nicht mal die E-Mail-Adresse geben. Also, das ist ein schwieriger, oder? Also da haben Sie, geht es jetzt wirklich, klar, Sie haben Branding, die Leute schätzen das, die Leute werden Ihre Marke positiven Erinnerung behalten, aber es fehlt wieder entscheidende Schritt vom Konvertieren, dass sie dann auch etwas haben davon, oder? Dass sie ein Lead haben davon. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Vielleicht noch, wenn es um Branding geht. Wir haben natürlich erstens mal Leute auf der Website und wir haben auch Leute, die relativ lang, das wissen wir aus Google Analytics, die relativ lang bei uns auf der Website bleiben. Also irgendwas um die 2 Minuten oder so, klicken irgendwas um die 2 Seiten an, was relativ lang ist. Das heisst, da ist auch die Haltung dahinter. Mir ist ein bisschen gleich, was die Leute lesen bei uns auf dem Blog, solange sie es
mit unserem Brand machen. Also solange sie irgendwo das Blogwerk-Logo vor Augen haben, solange sie wissen, okay, ich bin jetzt bei Blogwerk, das ist eigentlich die Hauptsache. Was sie denn ganz genau lesen, ist mir so ein bisschen, nicht gleich, aber so ähnlich. Ist das Ziel, möglichst viel lesen zu haben oder möglichst treues Stammpublikum? Das Ziel ist, den möglichst richtigen Leser zu haben. Das ist genau, danke vielmals, da geht es jetzt um die Streuverlustgeschichte. Das heisst, wir schreiben in der Regel nur über Sachen, wo wir denken, unser Zielpublikum interessiert das. Und das wird dann bei Google gefunden und dann kommen die Leute, die sich für das Thema interessieren und die sich für unsere Dienstleistung interessieren. Die Größe, die Menge ist eigentlich nicht so wichtig, nein. Nein, überhaupt nicht. Es gibt eine Konkurrenzfirma, eine Webagentur, Namix, die das auch macht. Die haben auch so einen Blog. Und die sagen zum Beispiel, wir haben eine Liste mit 100 Zielkunden. Die sind noch nicht Kunden bei uns, aber die wollen wir. Und die machen im Grunde genommen ihren Blog nur für die 100 Kunden. Es lesen noch andere mit, aber das ist ihnen egal. Eigentlich machen sie es nur für die 100. Und ich glaube, das ist die Schönheit von dem Ganzen. Sie müssen kein grosses Publikum haben. Das tritt da vorne, ist in so einer Branche tätig, wo sie 3-4 Kunden brauchen pro Jahr. Wenn sie 100 Leser haben, super. Brauchst gar nicht mehr eigentlich. Oder? Also ich glaube, es geht nicht darum, wir sind jetzt irgendwo bei 8000 Leser oder so pro Monat, was okay ist für uns, das ist keine Riesenzahl, aber für uns, für unsere Größe läuft. Ja. Nein, ich würde sagen, die Vermeidung von Streuverlust ist vordringlich vor der eigentlichen Größe Traffic, wie viele Leute da drauf kommen. Jetzt, wir können vor allem Text, wir machen vor allem so Sachen. Es gibt natürlich aber wirklich ganze Reihe von anderen Möglichkeiten. Bei PostFinance zum Beispiel, auch ein beliebtes Format, finden Sie Webinar. Das wird auch hier halt mit dem Internet, es ist wahnsinnig einfach geworden, dass Sie ein Webinar, ein webbasiertes Seminar können anbieten. So schützen Sie sich vor säumigen Zahlern. Also da werden Businesskunden angesprochen von PostFinance und werden eingeladen, an einem kostenlosen 40-minütigen Seminar zu teilnehmen, das Sie hier über das Web können besuchen können. Ist in der Regel ein Format, das sehr gut funktioniert. Auch hier geht es nicht darum, die grossen Zahlen zu haben. Also ich weiss von Firmen, die machen das, haben vielleicht 40, 60 Teilnehmer bei der Durchführung von so einem Webinar, aber die passen dann halt wirklich haargenau. Und die setzen sich dann 40 Minuten lang mit ihrem Brand auseinander. Und das ist wirklich, also wenn sie sich da ein bisschen schlau machen bezüglich Tools, das kann man heute als KMU selber machen. Das webbasiertes Online-Seminar können sie relativ einfach aufsetzen. Bis hin zu, und dort ist dann quasi YouTube als Content, das ist, das ist ein Beispiel von der Somex Cloud. Somex Cloud ist ein Ausbildungsanbieter im Bereich Social Media. So mittelmäßig. Also ich würde da Digicomp, aber, ist so ein Anbieter. Und die nutzen die Google Hangouts, haben Sie vielleicht auch schon gesehen, auf Google Plus, können Sie relativ einfach Videokonferenzen machen und die aufnehmen. Und was sie machen, ist ein monatlicher Somex on Air mit Experten, die da zugeschaltet sind. Das ist sogar ein amerikanischer Experte, der Joe Trippi, wo sie da per Google Hangout dazugeschaltet haben. Und dann machen sie einfach in ihren Büros mit den Kopfhörern und den zwei Laptops machen sie so eine 30-minütige Talk-Sendung mit einem Experten. Das wird auf der einen Seite live gestreamt, während es aufgenommen wird. Anschließend wird es dann auf YouTube zur Verfügung gestellt als Konserve. Also im Grunde genommen, auch hier, sie brauchen einen Laptop, sie brauchen einen Kopfhörer mit Mikrofon und sie machen Fernsehen. Also sie haben heute wirklich Möglichkeiten, Content zu erstellen, das ist noch nie einfacher gewesen. Dann extrem beliebt, im Moment auch, als mögliche
Form für Content sind die sogenannten Infografiken. Die haben Sie sicher auch schon gesehen. Die sind eine Weile lang, nein, sie sind immer noch sehr beliebt. Grafische Aufbereitung von Daten im weitesten Sinn. Also hier jetzt bei Namix, das ist auch so eine Webagentur, die sich um Content Marketing tut, ist auch so ein bisschen mittelmässig, würde ich jetzt auch nicht hingehen. Die haben jetzt hier so ein bisschen erklärt, oder ja, probiert zu erklären, was das Content Marketing ist. Und ja, ich finde, grafisch ist es okay gemacht. Aber da sehen Sie jetzt, die haben einfach das Format von deren Infografik genommen, also komplexe Zusammenhänge oder grosse Datenmenge auf so einem A4-Blatt darstellen. Was bedeutet das? So Studienzahlen sind natürlich immer super sexy. Also das ist auch ein Format, wo Sie sehr viel sehen. Das ist auch ein Format, hat sich gezeigt in den letzten paar Jahren, wo teilweise sehr, sehr viral, das wird sehr gern geteilt. Also wenn Sie eine gute Infografik über Ihr Thema machen, das ist etwas, das Chancen hat, noch relativ gut im Web umzugehen. So. Funktioniert recht gut. Sie haben auch die Möglichkeit, das ist immer wahnsinnig klein hier. Das haben wir hier mal gemacht, auch das ist heutzutage kein Problem mehr. Wir haben hier, das ist eine Publikation von uns, eine Online-Publikation. Was wir hier gemacht haben, ist, Ende Jahr haben wir die 50 besten Artikel rausgesucht, wo wir das ganze Jahr durch veröffentlicht haben, und haben ein E-Book daraus gemacht. Also recycelt, nichts anderes. Haben das noch mit einem Partner gemacht, Buch und Netz. Und haben im Grunde genommen einfach das ganze Zeug, das wir veröffentlicht haben, das Beste nochmal rausgesucht, in ein E-Book reingepackt. Das ist heute auch keine grosse Sache mehr. Und haben das zum Download angeboten. Da jetzt auch, wir haben das einen Tag lang, das funktioniert wirklich recht gut, das haben wir einen Tag lang kostenlos zum Download angeboten. Inzwischen kostet es 3,50 oder so. Und da haben wir in einem Tag, haben das irgendwie 1500 Leute haben das runtergeladen oder so. Also wobei sehr viele Leute aus Deutschland, da haben wir ein grosses Publikum in Deutschland. Aber im Grunde genommen auch E-Books können Sie heute relativ einfach machen, gerade wenn Sie allenfalls den Content schon haben. Von der generell, also was halt vom Inhalt her, und da kommen wir jetzt mehr ein bisschen zum Inhalt, das ist einfach ein Blogartikel. Habe ich ausgesucht, das Beispiel, wie so die Art ist, 10 Tipps für barrierefreie Websites. Da sehen Sie, in welche Richtung das so Inhalt geht. Also das ist jetzt ein Inhalt, das ist sehr konkret, 10 Tipps. Wissen Sie gerade 10 Tipps? Es ist abgeschlossen, ich muss nicht ewig lesen. Und es orientiert sich wirklich am Problem, an der Herausforderung von meinem Leser. Also hier wirklich, so Listenartikel funktionieren auch immer sehr gut. Das kennen wir alle. 10 Tipps für 3 Wege, um abzunehmen, 7 Tage für den perfekten Partner. Das ist offenbar, also ist so, ich weiß, es hat ein paar Texte da drin und ich glaube, die würden mir das bestätigen. Funktioniert einfach sehr gut. Aber wirklich ganz konkret den Leuten probieren zu helfen, auch wenn es so in einem kleinen Stück ist. Vielleicht, das war vorher noch eine Frage gewesen, wenn Sie jetzt denn, das ist ein Blog, also mit WordPress aufgesetzt. Ein, zwei Hinweise noch. Sie sehen zum Beispiel hier oben, der Artikel, den wir hier geschrieben haben, der hat eine eigene URL bekommen. Das heisst, jeden Artikel, den wir schreiben, hat eine eigene URL. Das heisst, jeden Artikel, den wir schreiben, wird von Google indexiert. Das heisst, wir sind inzwischen 6 Jahre mit irgendwie 100 Artikeln, also irgendwas 600-700 Artikel, die wir inzwischen geschrieben haben. Das sind 600 Anlaufstellen für Google, wo wir indexiert werden. Da sehen Sie schon mal unsere herkömmliche, die Startseite, die wir vorher angeschaut haben, die ändert sich natürlich nicht. Unsere Produkte bleiben über lange Zeit gleich. Aber hier bei diesem Blog ändert sich ständig etwas. Und wir liefern Google ständig neues Futter quasi und wir zeigen Google auch, dass wir aktuell sind. Und Google rankt aktuelle Sachen einfach höher, weil sie sich denkt, okay, was aktuell ist, ist relevanter. Und darum auch der Blog, das ist eigentlich da, wo die Action passiert. Gleichzeitig auch haben wir 600 Artikel. Die neuesten Artikel bringen am meisten Besucher natürlich.
Aber jeden anderen von den 599 bringt mir auch ein paar Besucher. Das heisst, auch die Artikel, die wir vor 4 Jahren geschrieben haben, bringen wir heute noch Besucher auf die Website. So der Longtail. Ganz wenig. Und jeden Artikel vor 6 Jahren bringt noch so 2-3 Leute, aber zusammen gibt es dann halt auch wieder Traffic auf der Website. Also das denke ich, damit Sie sehen, dass ich dann nicht so unfundiert nur für Blogs schwätze, gibt schon Gründe, einfach auch aus SEO-Gründen, wieso das sehr nützlich ist. Jetzt der Punkt ist, da haben wir es in der Pause schon drüber gehabt. Ganz witzig, seitdem ich in diesem Geschäft bin, treffe ich wahnsinnig viele Firmen, beziehungsweise eigentlich jede Firma, wo wir hingehen. Da diskutieren wir so Sachen und die erste Antwort, das erste Bedenken ist immer, wir haben nichts zu erzählen. Wir sind langweilig. Also Sie wissen sogar, also es gibt eigentlich nur langweilige Firmen, was ich jetzt gelernt habe die letzten paar Jahre. Alle halten sich für wahnsinnig langweilig. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass man sich ein bisschen zu eng sieht. Mag sie unser Produkt, das wir anbieten, die Dienstleistung, die wir anbieten, ja, das ist auch einigermaßen langweilig. Die Frage ist ja, das drumherum. Was ist der Hintergrund, wenn Sie also Banken und Steuerberater sind da am anfälligsten dafür, die halten sich für am allerlangweiligsten. Der Punkt ist, wenn Sie sich jetzt überlegen, wenn Sie Steuerberater sind, mit was für Fragen, mit was für Problemen setzen sich Ihre Leute auseinander, bevor sie zu Ihnen kommen. Natürlich kommen Sie dann wegen der Steuererklärung, die Sie ausgefüllt haben, oder wegen dem Vertrag, den Sie haben wollen. Aber im Grunde genommen bei den Leuten geht es um Sachen wie Erben, Todesfälle, Familienfäden, Geld, Pensionierung, wie muss ich nicht mehr arbeiten. Also wahnsinnig emotional besetzte Themen. Wenn Sie sich mit Pensionskassen umschlagen, im Grunde genommen geht es um wahnsinnig emotionale, lebensnahe Themen, wo die Leute Fragen und Probleme haben. Und dann ist immer die Frage, okay, wo kann ich mich dort in allen Fällen positionieren? Kann ich dort nicht Fragen beantworten? Kann ich dort nicht zum Dienstleister, zum Unterstützer werden? Was relativ gut geht, beziehungsweise wer eigentlich immer weiss, was die Leute für Probleme haben, ist der Außendienst. Logischerweise. Die Leute an der Front, Außendienst, Verkauf, Berater, das sind die Leute, die immer wissen, wo der Schuh drückt. Das ist auch etwas, was wir merken, auch an so Anlässen wie hier, die Fragen, die wir hören. Wenn ich von innen von jemandem eine Frage bekomme, ist die Chance recht gross, dass es auch noch einen zweiten und einen dritten interessiert. Also lohnt es sich vielleicht schon, erstens mal die Frage zu beantworten natürlich, aber dann vielleicht auch noch einen Blogartikel darüber zu schreiben, weil offenbar ist das Interesse darum. Von dem her wäre meine Bitte jetzt an Sie mal als erstes, überlegen Sie sich mal, Ihre Kunden, potenzielle Kunden, vor dem Kauf, bevor Sie kaufen, was sind die 3 häufigsten Fragen, die Sie hören? Vermutlich haben Sie auch immer wieder ähnliche Fragen, die Sie bekommen. Wie viel Zeit muss ich investieren, um so einen Blog zu machen und so? Ist zum Beispiel so eine bei uns. Wann habe ich wie viele Leser? Ist so eine, die wir immer wieder hören. Habe ich nicht wahnsinnig viele böse Kommentare? Ist was anderes? Und ich bin überzeugt, in Ihrer Branche, in Ihrem Geschäft gibt es das auch. 2-3 Fragen, die Sie immer wieder hören. Ich würde bitte vielleicht das ganz kurz mal zu überlegen, vielleicht für sich aufzuschreiben, dass wir nachher mal 1-2 können sammeln. Nehmen Sie sich einfach mal 2 Minuten. Es sind, glaube ich, keine 2 Minuten gewesen, aber so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Mal schauen, haben wir ein paar Beispiele. Was haben Sie für Fragen, die Sie immer wieder hören? Also wir bieten eine kostenlose Dienstleistung an, wo wir praktisch den Spieß umdrehen und nicht die Kunden zahlen, sondern die Lieferanten zahlen. Yep. So eine Vermittlungsrolle einnehmen. Und da fragen die Kunden immer, wie das sein kann, dass die Dienstleistung kostenlos ist. Ja. Ja. So. Also dort
Genau, schon mal alleine rund ums Produkt herum Sachen erklären. Haben wir ja auch schon gehabt, die FAQs und Zeugs und Sachen. Also so Sachen aufzunehmen. Ja. Andere Beispiele noch? Wie viel kostet Ihre Software? Was kostet das? Was kann das? Was ja. Ja, was kann das, ja, oder? Ja. So. Also brancheorientiert, sehr stark brancheorientiert. Das ist extrem zugeschnitten auf Ihr Unternehmen, oder? KMU. Ja, und das sind auch Fragen und darum auch die Leute im Kundendienst, die wissen auch, was gefragt wird. Das sind alle Sachen, die sie können abholen können und dann haben sie schon etwas zu erzählen. Oder? Also wirklich, Außendienst Front, Fragen vor dem Kauf, aber natürlich auch Fragen nach dem Kauf, haben sie vermutlich auch. Was extrem cool ist für Blogartikel, sind immer Reklamationen, also Kundeneinwandsbehandlung, auch das etwas, wo man einfach an Sachen daraus ziehen kann, wo sie Inhalt finden dazu. Und dann quasi alles, was so ein bisschen vor und nach Ihrem Produkt ist. Also gerade wenn Sie im Dienstleistungsbereich unterwegs sind, das unglückliche Beispiel von der Swisscom, wo wir unsere Dienstleistung, unser Produkt, das White Paper zu stellen, haben wir sehr gut gemacht. Können Sie mir glauben, top Sache. Was falsch gegangen ist, ist das vorher und nachher, was der Kunde hätte müssen machen. Und das wissen wir eigentlich auch. Das hat er jetzt bei uns nicht als Dienstleistung gekauft, aber das wissen wir auch. Also wäre das auch ein Thema, hey, mach nie ein White Paper, ohne dass du eine E-Mail-Adresse verlangst. Also da sehen Sie auch, ich bin überzeugt, vor und nach Ihrem Produkt, der Kunde braucht das ja irgend in einem Kontext, der braucht das irgendwo in einem Prozess. Da gibt es auch Sachen vorher und nachher, wo Sie ihn auch können unterstützen. Also das Ziel ist wirklich immer, ihn ganz konkret zu unterstützen. Meinen Sie nicht, aber wenn ich muss mir die E-Mail-Adresse oder Identifikation abgebe, dass das Bremsen ist, dass ich mich überhaupt für etwas interessiere? Ja, natürlich. Natürlich. Darum müssen Sie umso besseren Inhalt bieten. Sie müssen, wenn ich nichts verlange und er liest das trotzdem, kommt nach einem Monat? Ja, das kann auch sein. Also das haben Sie auch, das passiert auch dort. Die Leute sind dankbar für Swisscom, dass sie das publizieren haben. Genau. Wenn Sie sich sagen, okay, mein Ziel ist mal vorwiegend Branding, ich will, dass die Leute meine Marke kennen und sympathisch finden, dann ist das der Weg, wie Sie es machen. Wenn Sie sagen, mein Ziel mit der Website ist, Adressen zu generieren, dann genau, müssen Sie so eine Adresse machen. Ich höre meistens auf, wenn Sie sagen, Telefonnummer. Ja. Dann höre ich auf, können genau. Sie offerieren, wann Sie denn. Genau, ja. Und das müssen Sie in Kauf nehmen. Also das wissen wir, ganz viele Leute, die sich unser White Paper nicht abladen, weil sie müssen die Adresse angeben. Das ist der Trade-off dann quasi. Ja. Aber rund um Ihr Produkt, rund um Ihre Dienstleistung. Ja, Entschuldigung. Fangen Sie so allgemeine E-Mail-Accounts ab, so GMX, Web, so, also nehmen Sie nur E-Mail-Adressen von Firmen oder akzeptieren Sie Ihre E-Mail-Adresse? Ja, Wir selber machen es im Moment sehr simpel. Das heisst, wir machen es auch nicht automatisiert. Jedes E-Mail bzw. jede Anfrage wird von einem Menschen bei uns beantwortet. Und der trifft natürlich die Entscheidung. Heinz Müller, Studi, Uni St. Gallen, hat eine andere Priorität als Leiter Kommunikation at creditsuisse.com. So. Aber es ist manuell. Das heisst, was natürlich schon gibt, ist die Möglichkeit, Marketing-Automationssoftware dahinter zu setzen, wo dann Ihre Adresse noch Scoring macht. Das heisst, okay, gehört zu diesen Firmen, kriegt 10 Punkte. Hat Preislisten angeschaut auf der Website, gibt nochmal 10 Punkte. Gibt an CEO im Berufsfeld, gibt nochmal 30 Punkte. Die Möglichkeit gibt es schon. Ja, gibt es auch Automation dahinter. Wie viel Fake haben Sie? Relativ überraschend wenig. Also wir haben es nie nachgezählt. Aber die Leute sind relativ ehrlich. Das ist noch witzig. Ja. Also die Wegwerf-E-Mail-Adressen sehen wir relativ wenig. Finde ich noch. Also überrascht mich immer wieder. Ja. Ja.
Also da wirklich, wenn Sie mal sich überlegen, was es alles gibt für Themen rund, was die Leute blockt rund um ihr Thema herum, da finden Sie sehr viele Sachen, die Sie darüber erzählen können. Das hat den Vorteil, Sie helfen den Leuten, hat den Vorteil, Sie positionieren sich als Experten. hat auch den Vorteil, Sie wirken viel grösser, als Sie sind. Das finde ich, ist gerade für KMUs noch wichtig, oder noch witziger Nebeneffekt. Sie kommen zu einem Standing in der Branche, wo die Leute einschätzen, also bei uns passiert das ab und zu, dass die Leute vorbeikommen ins Büro und sagen, aha, so gross ist das noch. Einfach weil sie das Gefühl haben, ich lese immer von Blogwerken und so, weil wir da ein bisschen penetrant sind. Aber Branding, Reputation, Experten, Thought Leadership, wie das immer so schön heisst. Gerade in der Schweiz, je nach Branche, haben sie das noch rasch. Dass sie wirklich zum Experten werden in einem gewissen Thema. Wenn sie jetzt wirklich nur irgendwo in einer Nische sind, man kennt das noch früher, wenn sie ein Buch publiziert haben, haben sie einfach immer anderthalb Mal so viel Honorar können verlangen, weil sie ein Buch geschrieben haben, weil sie offenbar Experten sind. Und das ist auch so ein Mechanismus, wo sie sich teilweise mit so einer Online-Präsenz können rausholen. Also das funktioniert relativ gut. also es sind einfach so ein paar Ideen rund um die Inhalte, was für Formen das es gibt. Wirklich einfach sich mal überlegen, wer will ich ansprechen und was haben die für Probleme. Ja? Publizieren Sie unter Blogwerk oder haben Sie dann auch die einzelnen Autoren? Wer wird da Experte? Bei uns der Mitarbeiter. Also der einzelne Mitarbeiter, da ist Martina, der den Artikel schreibt. Mhm. Ja. Also nicht corporate in dem Sinn. Was ist empfehlenswert jetzt für ein KMU? Wir verkaufen Dienstleistungen, wir verkaufen Beratungen, das heisst, ich verkaufe die Kompetenz von den Menschen, die bei uns arbeiten. Also schaue ich, dass die Leute als Experten sich positionieren können auf unserer Publikation. Das ist so das Reasoning dahinter. Ich würde eigentlich immer persönlich, ja. Also in einem KMU muss man einen Meister, den Kfz-Meister beispielsweise, positionieren als Blogger oder als Autor. Zum Beispiel, Autor. Genau. Und dann halt schauen, das ist ganz wichtig, finde ich. Die Leute haben wahnsinnig, und das ist irgendwie unsere Schule ein bisschen geschuldet, haben wahnsinnig Angst vor dem Schreiben. Also wenn sie das Projekt angehen und sie sagen sich, ich will Mitarbeiter haben, die schreiben. Die Leute haben wahnsinnig Angst vor dem Schreiben und werden sich wahnsinnig wehren. Das ist so. Und ich glaube, dort ist es gut zu unterscheiden, Inhalt zusammenzutragen und Text verfassen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ein Werkstattmeister hat sehr viel Know-how rund ums Thema Oldtimer reparieren, Vergaserdichtungen, irgend so etwas. Oder? Der hat das Know-how, das kann ich eigentlich relativ rasch absaugen, stichwortartig notieren und dann geben sie es jemandem, der es noch schön schreibt. Aber das empfehlen wir immer bei solchen Gelegenheiten, dass man Leute, die nichts mit Schreiben zu tun haben, auch nicht damit belastet. Sondern wirklich sagt, okay, wir wollen dein Know-how, wir wollen deine Expertise und dann machen wir schön. Also unsere Informatiker, die schreiben auch auf dem Blog und das sind auch Sachen, die muss man redigieren, damit man es lesen kann. die wissen extrem viel, machen super coole Sachen, aber die sind Informatiker geworden, weil sie nicht Text schreiben wollen. Das ist okay, oder? Und dann redigieren wir das, schauen, dass ihre Stimme drinnen bleibt. Es geht nicht darum, das zu strehlen, es geht nicht um Glänzung. Es geht nicht um superschön, es geht schon auch ein bisschen um ehrlich. Okay. Also sie merken bei uns, ob es ein Informatiker geschrieben hat oder ob es eine Redakteurin geschrieben hat. Und das finde ich okay. Genau. Also finde ich okay. Das dürfen sie merken. Das holpert ab und zu beim Informatiker. Finde ich gut. Genau. Social Media noch. Vielleicht sehen Sie jetzt auch hier. Bei unserem Unternehmen ist Facebook nicht der primäre Kanal, den wir nutzen für unsere Social-Media-Präsenz. Für uns ist vor allem Twitter, wo wir unterwegs sind. Das heisst, wir haben die Facebook-Seite im Grunde genommen nur zur Distribution der Blog-Inhalte. Das heisst, dort drauf ist eine von eher langweiligen, das dürfen Sie nicht twittern, ist eher eine von der langweiligeren Facebook-Seiten, die Sie je werden antreffen, ist die von uns. Weil da haben sie wirklich nur die Hinweise auf unsere Artikel. Was ist jetzt das? Gehört das Facebook
oder sind eher mit der Recht von uns, also Nutznies? Sachen, die Sie auf Facebook veröffentlichen, geht teilweise das Nutzungsrecht an Facebook über. Also dann ist es ja gut, dass Sie im Prinzip einen langwilligen Beitrag machen, weil dann geht ja nicht für Know-how einer zu Facebook, oder? Also wir brauchen es einfach zur Distribution, das heisst, wir publizieren hier, da sehen Sie den Google Analytics Artikel, den Hinweis darauf. Also das ist nur, hallo, bei uns auf dem Blog gibt es etwas Interessantes, komm vorbei. Okay. Aus dem Grund heraus, dass wir sagen, unsere Website, unser Blog, das ist erstens mal dort, wo ich die Leute habe, weil dort konvertieren sie zu Leads. Auf Facebook konvertieren sie nicht zu Leads. Und das Zweite ist, unsere Website gehört uns. Da machen wir, was wir wollen. Aber der Eintrag, der gehört zu Facebook. Doch, Facebook kann den auch brauchen. Er gehört zu, Urheberrecht ist nach wie vor bei mir, aber Facebook darf ihn brauchen zu Werbezwecken. Also wenn Sie ein Bild von sich aufstellen, dann darf Facebook das Bild brauchen. Ich frage jetzt nur, weil ich jetzt ja schon so lange im Internet bin. Heute habe ich das erste Mal einen riesen Werbeaufruf bekommen. Interessant, wie Gypsy Jazz gibt, da weißt du, Finger down gegen Facebook. Das, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon gesehen haben. Und dann einen riesen langen Artikel, und das ist jetzt mehr neu heute. Also bevor ich oben im 5 Jahren nicht überkomme. Ja, nein, Facebook gehört dem Mark. Der Mark ist ein intelligenter junger Mann, keine Frage. Aber der Mark hat eigene Ziele und das sind nicht unbedingt ihre. Oder? Also wenn der Mark findet, wir machen jetzt deine Facebook-Seite zu, dann macht der Mark deine Facebook-Seite zu. So, also hat man eine gewisse Abhängigkeit einfach. Und dessen muss man sich bewusst sein. Oder? Das ist ganz wichtig. Ich habe immer Panik, dass irgendwie das Chatfenster aufgeht bei diesen Live-Facebook-Präsentationen. aber ich habe es aufgesehen. Das ist irgendwas vom Computer. Also so brauchen wir das. So brauchen wir auch Twitter. Wirklich nur zur Distribution. Also Facebook jetzt nur zur Distribution. Twitter brauchen wir auch für andere Sachen. Und das bringt inzwischen, dürfen Sie nicht unterschätzen, bringt inzwischen Twitter, Facebook bei uns ungefähr 20-25% vom Traffic auf die Website. Also es ist nichts vernachlässigen, was Sie an Besuchern auf der Website überkommen. Entweder will Sie es da publizieren oder will die Leute für Sie Werbung machen auf Facebook. Also von dem her durchaus interessant. Und in dem Zusammenhang, auch gerade für KMUs, haben Sie vielleicht auch schon gesehen, Sie haben ja jederzeit die Möglichkeit, Sie sehen hier, wir haben 1800 Fans auf Facebook. Das heisst, ein Artikel, den ich hier publiziere, wird potenziell von 1800 Leuten gesehen. Andere kommen das ja nicht ins Gesicht über. Nur Leute, die gesagt haben, okay, du darfst mit mir kommunizieren, Blogwerk. Das heisst, hier habe ich potenziell 1800 Leute, von denen sehen Sie dann jeweils da unten, sehen Sie das, 519 Leute haben jetzt diesen Beitrag gesehen. Also knapp ein Drittel. Das ist schon relativ eine gute Zahl. Und was Sie natürlich können machen bei Facebook, und das denke ich, lohnt sich allenfalls wirklich mal zum ein bisschen umspielen, Sie können ja den Beitrag hier noch, auch noch bewerben, also Sponsored Post daraus machen, so sehen das Leute, die noch nicht Fan sind von Ihrer Seite. Und das, denke ich, zum Umspielen sage ich darum, Sie sehen hier für 30 Euro, wenn ich jetzt nur 30 Euro Werbung mache für diesen Post, dann kriege ich hier 9'000 bis 17'000 potenzielle Kontakte. Also es kann durchaus ein probates Mittel sein, wenn Sie einen tollen Artikel haben auf Ihrem Blog, Sie pushen den via Facebook, dort allenfalls noch 20 Franken drin zu investieren, um dort das Zielpublikum noch etwas zu erhöhen. Also das funktioniert tatsächlich. Haben wir auch schon gemacht. Und bringt tatsächlich mehr Klicks und mehr Leute auf die Website. Ja, gerade im Vergleich, wenn Sie noch Google Ads machen, vergleichen Sie es einmal mit dem, wie viel geben Sie aus für einen Besucher, der via Google Ads kommt, und wie viel geben Sie aus für einen Besucher, der via Facebook kommt. Kann sich also wirklich noch lohnen. Genau, also so das Verlinken schlussendlich von Ihrem Content und Social Media, Twitter genau dasselbe, machen Sie da auch. Also funktioniert wirklich gut. Als letztes vielleicht noch zum
Genau, das haben wir mitgenommen. Vielleicht mehr so als Zusammenfassung. Wir haben tatsächlich, wir sind immer ganz aufgeregt, auch Printprodukte. Darf ich das da mal einfach so umgeben, dass sich eins würde nehmen und dann den Rest würde weitergeben? Gib das da mal so durch. Danke vielmals. Wunderbar. Ich glaube, der Rest kommt dann gerade. Das ist mein. Vielleicht so ein bisschen als Zusammenfassung auch. Da haben wir es eben mal probiert, das zusammenzufassen mit dem grünen Bereich, wo wir sagen, okay, wir produzieren Inhalt, spannende Inhalt kostenlos und stellen das zur Verfügung. Wir nutzen Social Media, um den Content zu bewerben. Und führen hier den Dialog, gibt Kommentare, wir sind auf Twitter parat und so weiter. Also hier regelmäßig kommt an der Stelle, gibt es gratis, wird verteilt via Social Media. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt dann, wenn ich mal ein Publikum habe, Leute, die regelmäßig vorbeikommen, für die den Content zu erstellen, der tauglich ist, damit ich Leads generieren kann. Das ist so der Mechanismus eigentlich, den ich Ihnen hier möchte beliebt machen und Social Media, wie gesagt, dann nutzen, um erstens mal den Inhalt zu bewerben, aber zweitens auch, um an möglichst vielen Orten im Web parat zu sein. Das heisst, die Präsentation, haben Sie schon gehört von heute oben, die kriegen Sie als E-Mail zugeschickt über. Das ist ziemlich cool und so. Hilft Ihnen, das hilft mir noch nicht. Im Grunde genommen. Das heisst, was wir machen, ist, ich nehme meine Präsentation und stelle sie auf SlideShare, so eine Social Media Plattform zum Publizieren von Folien. Das heisst, die Präsentation, die ich hier heute habe, wird dort drauf sein, wird dort durchsuchbar sein. Das heisst, auch in Zukunft finden Leute vielleicht mich noch im Web, nicht nur auf unserem Blog, nicht nur auf unserer Facebook-Seite, sondern vielleicht noch auf SlideShare. Dann finden sie es vielleicht noch auf YouTube. Wo auch immer. Also ich biete möglichst viel, ich streue mein Zeug überall. So. Ich dränge die Leute nicht auf, weil sie müssen es suchen, aber ich bin wirklich an ganz vielen Orten präsent und bin dort zu finden. Immer mit interessantem Inhalt. Und das ist wirklich, und damit möchte ich mich, das ist wirklich, das ist der Bergpredigteil, sie müssen interessante Sachen erzählen. Also wirklich der Perspektivenwechsel, mal in die Schuhe vom Leser zu stehen und sich zu überlegen, was brauchen die. Und wirklich sich selber zurückzunehmen. Und das ist schwierig. Weil das haben wir 20, 30 Jahre haben wir das jetzt gemacht, über uns geredet, wie toll und wie schön. Und das jetzt wirklich mal zu wechseln, und dann kann eigentlich fast nicht mehr schief gehen. Das finde ich wirklich das Wichtigste. Machen Sie Sachen, die für Ihren Leser nützlich sind. Das sage ich immer unseren jungen Leuten, du musst deine Leser lieben, du musst ihnen gut wollen. Und dann werden die das interessant finden. So ein bisschen. Das war Bergpredigt. Ja, so viel von mir. Gibt es gerade noch Fragen? Reklamationen? Widerspruch? Sonst etwas? Wie weit gehen Sie mit Ihrem Namen zu veröffentlichen? Wo schützen Sie sich? Wo gehen Sie sich rein? Wie kontrollieren Sie das? Also ich glaube, wir sind schlechte Beispiele. Wir sind, also ein schlechtes Beispiel, vermutlich nicht ganz der Durchschnitt, was Transparenz angeht. Das heisst, wir sind sehr transparent. Das heisst, sie finden alles von uns immer mit dem Namen versehen. Also, sind gut. Es gibt, und das ist das Problem mit Social Media, wo sie werden antreffen, die Trennung nimmt zwischen Privat und Beruf. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind auf Twitter bekannt als Sascha Müller, sind auf Twitter bekannt als Sascha Müller, wo bei Blogwerkschaft. Das heißt, und das haben wir auch schon gehabt, wenn sich der Sascha Müller über den Entwickler oder über den Buchumfang vom Entwickler vom Konkurrenzunternehmen auf Twitter lustig macht, haben wir den Reaktor anschließen. Dann muss ich zum Sascha Müller und sagen, okay, ich weiß, das ist die private Twitter-Account, aber das geht nicht.
Das ist potenziell heikel. Da werden wir noch ein paar Fragen haben in Zukunft. Das ist interessant, wenn ihr okay. Ja, nein, wir sind massenhaft Ergo. Nein, aber ja, das ist ein Punkt. Entschuldigung. Jetzt sagten Sie ja vorhin, man muss was zu sagen haben. Okay, das ist natürlich klar. Aber man kann es vielleicht auch selber schreiben. Also auch die ganzen Social Media Plattformen bedienen, dafür bieten Sie das Dienstleister an. Das habe ich so verstanden. Ja. Was ist denn jetzt, die arbeiten sich ein in eine, also in die V-Branche ist ja okay dann, aber sagen wir mal Kosmetik. Ja. Also Sie hätten jetzt eine Kosmetikfirma, die machen ganz tolle Sachen, ganz tolle Produkte und die können es auch erklären, Nährstoffe und Wirkungen, Melastin und so weiter. Wie wollen Sie das jetzt machen? Ich da jetzt zum Experten aufgehen. Nein, also wenn wir sowas machen, dann machen wir das mit Freelancern, die aus dem Gebiet kommen. So, ja. Also wir haben den Prozess, das müssen wir beherrschen, aber nicht unbedingt die Expertise. Ja. Ja, das ist sicher wichtig. Wir brauchen dann doch immer wieder einen, dann klar. Eventuell die Firma Ihnen dann auch anbieten. Ja, genau. Genau. Ja. Hm? Andere Punkte? Zum Content erzeugen, wie ist denn das mit kontroversen Themen? Also wenn man eine bestimmte Meinung eigentlich hat, wie stark oder wie ist es empfehlenswert ist denn das, das durchscheinen zu lassen? Sehr, sehr. Das ganze Internet ist voll mit Informationen. Sie finden wahnsinnig viel Information. Sie finden sehr wenig Orientierung. Sie finden sehr wenig Kontext. Und das ist eine grosse Lücke, die sie können füllen können. Es gibt, und die meisten von uns sind von dem nicht betroffen, die hochsensitiven, komplexen, kontroversen Themen. In der Regel reden wir aber darüber, mache ich mich über Personalvermittler lustig oder nicht. Und wir empfehlen immer, doch, gehen Sie raus, sagen Sie Ihre Meinung, eine fundierte Meinung, erklären Sie, analysieren Sie, informieren Sie und dann sagen Sie aber auch Ihre Meinung. Weil das ist das, was wertvoll ist. Ja, wenn ich jetzt aber Angst habe, da potenzielle Kunden mit vor den Kopf zu stoßen? Sind wir der Überzeugung, und das soll nicht arrogant tönen, aber das ist auch so ein bisschen Erfahrung, und das gilt nicht für alle Themen, aber teilweise sagen wir uns schon auch, okay, wenn du mit unserer Meinung nicht kannst leben, dann wirst du vermutlich auch mit uns nicht glücklich, dann wird vermutlich auch unser Projekt nicht gut. Also vielleicht geht es auch darum, sich ein bisschen zu zeigen, wer man ist, und so auch die Kunden zu finden, die zu einem passen. Da bin ich schon ziemlich überzeugt davon. Ja. Und wir kennen Sie, unseren Gründer, der Gründer von Blogwerk, der Peter Hogenkamp, finden Sie auf Twitter und so ziemlich überall. Können Sie mal ein bisschen schauen, er ist das Paradebeispiel, wie man mit sehr, sehr kontroversen Meinungen sehr, sehr viel Erfolg hat. Weil das fehlt. Sie finden Informationen noch und noch. Aber sie finden niemanden, der ihnen sagt, okay, und so ist es. So finde ich. Ja, wer nochmal? Peter Hogenkamp. Also darum, ich finde ja, und die meisten von uns, wie gesagt, wir sind nicht in hochsensitiven Bereichen unterwegs. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Natürlich gibt es Themen, politisch oder so, zum Beispiel, wo ich jetzt auch eher die Finger davon lasse, die jetzt aber auch nichts mit Blogwerk zu tun haben. Ja. Aber ich finde doch, man muss ein bisschen Meinung haben. Simon? Du hast vorher gesagt, dass ihr eure Mitarbeiter im Blog als Experten positioniert. Wie geht ihr damit um oder was empfehlt ihr, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt? Lässt ihr dann den Namen stehen? Oder? Ja, das, also es bleibt, da bleibt das auch da auf dem Blog stehen. Ja, ist natürlich ein kleines Problem, wenn ich meine Mitarbeiter aufbaue als Experte, dann geht mir auch ein grösseres Asset verloren, wenn er mal weg ist. Das ist so wie Kehrseiten eigentlich. Ja. Aber bleibt es da. Wie viel Humor verträgt es bei so Beiträgen? Oder muss alles immer tot ernst sein? Es verträgt Humor. Finde ich. Geht schon. Ich getraue mich einfach sehr selten. Also ich finde es die schwierigste Disziplin von allem, wenn es um Schreiben geht. Es ist so der schmölste Grad. Aber ich finde es verdreht. Gott gut. Die Leute suchen. Also natürlich sind wir eine Firma, oder? Natürlich sind sie ein Unternehmen. Aber die Leute kaufen nicht bei einem Unternehmen, die Leute kaufen bei einem Menschen. Sie machen Projekte mit Menschen. Und ich finde,
darum auch das B2B. Oder? Am Schluss, sie haben ja immer einen Einkäufer. Und selbst Informatik-Einkäufer in Grossbanken sind Menschen. Also das B2B-Ding, das man hat, finde ich, muss man schon ein bisschen auflösen. Sie haben es mit Menschen zu tun. Oder wir sind im B2B-Bereich, aber dahinter dran stehen Menschen, die müssen einkaufen, die müssen Entscheidungen treffen und denen helfen. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Wir haben 12 Minuten ein bisschen überzogen. Bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, fürs Dasein. Wenn Sie Fragen sind, Sie wissen, wo Sie mich finden und können nachtwittern oder wie auch immer. Recht herzlichen Dank für die Zeit und für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Merci vielmals.